Eventuell sehe ich noch ein bisschen verstrahlt aus von der Autofahrt. Wir sind gerade erst ausgestiegen und haben unser Zimmer bezogen, hier im Radisson Blu Hotel am Disneyland Paris. Und ja, es sind knackige 30 Grad. Ich schwitze mir hier echt den Hintern ab. Heute werden wir noch chillen und uns ein bisschen ausruhen, bevor es morgen dann in den Park geht. Und jetzt entschuldigt mich, ich werde jetzt den Pool in Anspruch nehmen. Es ist so unglaublich warm. Zack, ein Zeitsprung. Es ist der nächste Tag und wir sind auf dem Weg in den Park. Schon hier ist es unglaublich, wie viele Menschen man sieht, die Selfies von sich schießen und ich mittendrin. Hallo, ich weiß gar nicht, ob man mich hören kann. Wir sind jetzt da und jetzt geht's los. Die Small World Bahn und einige andere Bahnen sind prima geeignet für kleine Kinder. Auch der Einjährige hatte hier echt viel Spaß. Ansonsten gibt es viele Attraktionen, die eher für Schulkinder geeignet sind. Die Shows sind eigentlich durchweg auch für Kleine sehr zu empfehlen. Sogar Bali ist vertreten. Wir stimmen uns quasi schon auf den nächsten Urlaub ein. Betreten wir das Labyrinth von Alice im Wunderland. Sophia fand es irgendwie cool, aber auch ein bisschen beängstigend, da viele Soundeffekte aus versteckten Lautsprechern kommen und irgendwann hat sie dann doch ein bisschen Schiss gekriegt. Für Sophia war natürlich der Aufmarsch der Prinzessinnen und der anschließende Tanz ein absolutes Highlight. Endlich konnte sie alle ihre Prinzessinnen mal live singen. Ob da wohl noch ein Prinz für mich ist? Ach, ich hab ja einen. Jetzt gehen wir ins Adventureland. Ich bin gespannt und geschwitzt. Jetzt sind wir am Piratenschiff. Ich habe mir mal was zu essen und zu trinken genehmigt. Es sind immer noch gefühlte 100 Grad. Der Himmel ist immerhin bewölkt jetzt. Es war gerade ein bisschen scary. Ein unbeobachteter Koffer. Jetzt wurde da die Area abgesperrt. Ist ja gut, dass so schnell reagiert wird, aber wir gehen jetzt mal ein Stück weiter. Kommt ihr mit? Und schon ist es Zeit für die abendliche Parade, bei der man endlich mal alle Disney-Figuren aus der Nähe betrachten kann. Ganz besonderes Highlight war natürlich für Sophia der Elsa-Wagen mit Olaf auf Rentier. Von unserem Disneyland-Ausflug. Hinter mir seht ihr den Park, in dem wir gestern waren, den Disneyland Park Paris. Und heute gehen wir in diesen Park, den Disney Studios Park. Da ist er, mein Kumpel Walt Disney. Und hinter mir ist der Hollywood-Schriftzug und wir sind in den Studios. Ich gebe zu, ich mag Star Wars. Alle halbe Stunde oder so gab es kleine Aufführungen. Wir haben die auf Französisch erwischt. Das war echt cool. Ein Selfie mit einer Berühmtheit musste natürlich auch sein.
So nah wie mein allerliebster Mann bin ich allerdings nicht rangekommen. Ein weiteres Highlight war die Show mit dem Mickey Mouse Clubhouse. Sophia und Alex waren jedenfalls hin und weg. Hier gibt es Wassersprühanlagen, die die Hitze etwas erträglicher machen. Außerdem gibt es Anzeigen, an denen man die Wartezeiten bei den einzelnen Attraktionen ablesen kann. Lässt Sophia die Künstlerin raushängen und nimmt an der Academy teil, wo man lernt, wie man Disney-Charaktere zeichnen kann. Das Highlight für die ganze Familie war definitiv die Show Mickey und der Zauberer. Sehr zu empfehlen. Und das war's aus dem Disneyland. Bis zum nächsten Mal.